Gut. Zieh das hier mal ein bisschen weiter vorne. So. Alles klar. Hallo, meine Lieben. Ich habe noch mal eine Sache in eigener Sache. Ich muss mich noch mal an euch wenden. 2021 ist für uns nicht nur ein noch zweites, weiteres Corona-Jahr. Nein, es ist für uns oder für die Firma Karl von Lamin ein ganz besonderes Jahr. Wir haben nämlich am 20. April unseren Geburtstag und zwar 95 Jahre Karl von Lamin. Vor 5 Jahren haben wir mit euch den 90. gefeiert. Das war schon eine abgeschwächte Version, weil wir ja gesagt haben, okay, eigentlich wollte ich den gar nicht wirklich feiern. Aber gut, dass wir ihn gefeiert haben. So hat meine Mama ihn noch miterlebt und es war für sie ein wunderschönes Erlebnis. Ja, nun habe ich hier alle drei Generationen, also mit mir sind jetzt hier, steht hier jetzt alle drei Generationen vor der Kamera. Ich habe hier, das Bild kennt ihr sicherlich bei uns aus dem Laden, wenn ihr häufiger gekommen seid, habt ihr schon mal hier hängen gesehen. Das ist das, nicht das Gründungsjahr, sondern 1929 aufgenommen, diese Aufnahme. Das ist auch 3 Häuser weiter hier. Da hat mein Opa damals angefangen. Der ist hier auch mit auf dem Bild mit meiner Oma. Und das kleine Baby auf dem Arm ist meine Mama. Und ja, das Ganze hat mein Opa eröffnet am 20.04.1926. Und dieses Bild ist von 1929. Und ja, und da wir ja noch nicht wissen, was so alles bis zum 20. passiert, ob ich dann bis dahin vielleicht endlich mal wieder aufmachen darf, kann ich mich jetzt noch nicht so wirklich dazu hinreißen lassen und sagen, boah, ich mache hier das rauschende Fest. Wir haben zu unserem 80. Geburtstag, haben wir wirklich ein rauschendes Fest mit euch gefeiert. Der ein oder andere kann sich vielleicht noch daran erinnern. Wir hatten hier vom Blumenhaus Runge, von Gärtnerei Husmann oder Baumschule Husmann hier diese tollen Pflanzen vor der Tür. Wir hatten einen Wagen mit Bratwurst da stehen, wo es Bratwurst gab und einen Wagen mit Bier und mit Sekt und wir hatten Bergolte damals noch, der hat hier für uns am laufenden Band Donuts gebacken. Also das war ein richtig rauschendes Fest. Ich denke, dass wir das dieses Jahr sicherlich nicht machen können. Aber was wir machen können, was mal wieder was Neues ist, dafür brauche ich euch. Ich würde gerne ein Video drehen oder vielmehr die Kamerafrau würde gerne dieses Video drehen oder ein Video machen. Zusammenschneiden, ja? Genau. Wo ihr eure Erinnerungen an Karl von Lamin, lustige Ereignisse, natürlich logischerweise das Nikolauswecken, tolle Fotos, die ihr vielleicht habt, die ihr mit euren Kindern vor den Fenstern gemacht habt oder irgendwelche Geschichten, die euch vielleicht einfallen. Irgendwelche witzigen Geschichten, wie ihr überhaupt auf uns aufmerksam geworden seid oder durch was ihr überhaupt hierher gekommen seid oder weswegen ihr hier gerne herkommt. Wenn ihr nicht gerne herkommt, sagt es lieber nicht, dann guckt ihr auch dieses Video nicht. Und ja, weiß ich auch nicht. Irgendwas, was euch so verbindet oder woran ihr denkt, wenn ihr hört, Karl von Lamin oder was auch immer. Also was euch so ein bisschen inspiriert. Unsere Modenschauen, die wir vielleicht im Kindergarten gemacht haben. Die Kinder sind mittlerweile auch schon ja so groß wie die Kamerafrau. Größer teilweise noch, aber in dem Alter wie die Kamerafrau, sagen wir mal so. Oder, weiß ich auch gar nicht, Seniorenmodenschauen. Die Modenschau im Park. Die Modenschau im Park, das war auch ganz toll, wo wir diese Jahrhundertschau gemacht haben, praktisch mit dem Kulturbund zusammen. Oder auch sogar noch weiter zurück, die Modenschau bei Blocks mit den Brautkleidern. Kann sich da noch einer dran erinnern? Da habe ich damals mein Brautkleid sogar noch mal wieder zur Schau getragen. Und natürlich auch die Männer hatten wir auch dabei, logischerweise. Das waren dann die ganzen Brautleute, die in dem Jahr vorher und 2 Jahre vorher, 3 Jahre vorher, also die ihre Brautkleider noch aufgehoben hatten. Da haben wir so eine tolle Modenschau gemacht. Oder tatsächlich unsere ersten Modenschauen, die wir noch auf den Tischen bei Blocks im Saal gemacht haben. Also ich glaube, die
kleinen Kinder, die damals dabei waren, die sind jetzt schon, oh, ich kann mich an jemanden erinnern, die ist jetzt schon Oma. Wie süß ist das denn? Das war damals unser kleinstes Kind. Also ihr könnt sehen, es hat sich in den Jahren, meine gut, ich kann jetzt nicht 95 Jahre zurückblicken. Damals, weiß ich nur, habe ich gehört, hatten wir, das wurde mir immer erzählt, das ist so diese Geschichte von wegen, ja, was weiß ich, wir hatten früher vom Hering bis zum Anzug alles. Heute haben wir alles, was dazwischen ist. Also früher konnte man tatsächlich bei uns Salzheringe kaufen, die waren hier eingelegt. Also so ganz skurrile Sachen. Wir waren schon immer für irgendwas Besonderes gut, habe ich so das Gefühl. Also weiß ich auch nicht, aber vielleicht kennt ihr auch vielleicht sogar von Generationen vor euch, dass so in der Familie jetzt hier bei von Armin haben wir schon immer das und das gekauft oder so. Vielleicht gibt es sowas. Ich weiß zum Beispiel, dass es so Familien gab, die hier bei uns vor der Tür ihre Gummistiefel ausgezogen haben. Und dass mein Opa dann gesagt hat, du kannst doch hier nicht mit Barfuß reinkommen, das ist doch hier viel zu kalt auf dem Fußboden, nur mit deinen Socken. Nein, bei euch trifft man immer Doktors. Und wenn die hier einkaufen, dann kann ich doch nicht mit meinen Gummistiefeln hier reinkommen. Solche Geschichten, es gibt so lustige Geschichten. Oder es gibt auch so Familien, die tatsächlich im Kriege, logischerweise, den haben wir ja nun auch überstanden damals, die hier gewesen sind, dass Flüchtlingskinder hier gewesen sind und die zum Beispiel von meinem Opa so eine Schokoladenzuteilung von Haschee, da haben die so eine Schokolade geschenkt gekriegt und das war für die, was wir als Flüchtlinge kriegen, so eine Tafel Haschee-Schokolade geschenkt. Also es gibt so tolle Geschichten, die wir als Familie schon immer so aufrecht erhalten. Vielleicht fällt euch irgendwas ein oder ihr habt Lust daran teilzunehmen. Die ganze rechtliche Geschichte, wie das mit den Fotos ist, das erklärt genau, also, mal die Kamerafrau. Ja. Wir hätten gerne Fotos vielleicht von euch oder vielleicht auch sogar Videos, wenn ihr euch traut. Also traut euch ruhig, ich mache das auch. Genau. Oder vielleicht auch eine Sprachnachricht mit einem Foto dazu, wo die Geschichte einmal erzählt wird, gerne von egal welcher Generation. Gebt einfach kurz an, schickt uns das bei WhatsApp, Facebook, Instagram, per Mail, wie ihr lustig seid. Schicke ich einmal alle Kontaktdaten hin, ne? Gebt einmal an, wie wir das verwenden dürfen. Also wir möchten es natürlich gerne hier auf YouTube stellen. Wenn ihr sagt, nee, wollen wir nicht oder ohne Gesicht oder so, machen wir auch. Gar kein Problem. Wir erzählen die Geschichten auch so. Anonymisiere ich gerne. Ihr könnt uns auch einfach nur einen Text schicken und Mama liest den vor. Aber mit euren Stimmen wäre es natürlich noch schöner. Wir haben uns auch Gedanken gemacht zu Kindern. Wir wollen keine Kindergesichter auf YouTube stellen. Also ihr könnt es gerne mit dem Kind so schicken und ich setze dann ein Smiley über das Gesicht, sodass das Kind auf jeden Fall unkenntlich bleibt. Aber falls irgendein Kind unbedingt was zum Nikolaus wecken oder zu was weiß ich was für einer Haribo-Parade erzählen möchte, gerne alles her schicken und wir gucken mal, was wir machen. Und der Einsendeschluss, damit ich das auch bearbeiten kann und schneiden kann, ist der 10.04. Das wäre es eigentlich so. Super. Und ganz wichtig wäre noch, wenn ihr ältere Generationen kennt, die unsere Videos jetzt vielleicht nicht unbedingt gucken, sprecht die doch mal an und sagt, Mensch, du hast doch früher immer irgendwas erzählt, was ihr bei Fundament immer gekauft habt oder was weiß ich. Sprecht die einfach mal an. Vielleicht kommen da ganz lustige Sachen zugange. Ich denke, das wäre ein ganz, ganz tolles Video und mal was anderes und für uns alle richtig schön, weil wir alle hier aus dem Dorf sind, ne? Mal eine andere Jubiläumsfeier, ja, ne? Genau, mal ein bisschen was anderes. Das wollten wir unbedingt noch gesagt haben. Wir sehen uns bei den nächsten Videos. Ciao! Und ich freue mich auf eure Einsendung. Tschüss!